Hey, hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Heute die Folge 71 mit dem Thema die universelle Sprache. Mein Name ist Ramon Gartmann und ich freue mich mega, dass du heute mit dabei bist. Es gibt eine Sprache, die funktioniert einfach mit allem. Mit allem, was existiert, mit der gesamten lebendigen Welt und lebendiges alles. Das kann man dann sehr gut erleben, wenn man diese Sprache zu sprechen lernt. Ich habe schon als ganz kleines Kind angefangen, die zu lernen. Ich hatte da nachts immer Besuch, während andere Kinder vielleicht oder zumindest meine Familie ganz normal in den Schlaf gefallen ist, wie man sich das so unter Schlaf vorstellt, bin ich meistens klar geblieben, also nicht mit meinem Bewusstsein eingeschlafen, habe dann so eine andere Bewusstseinserfahrung gewechselt und in dieser Erfahrung hatte ich oft Besuch, habe gelernt von zwei Wesen, die waren endlos lieb und wunderschön. Und die haben auf eine Art mit mir kommuniziert, die eben dieser universellen Sprache entspricht. So hat das angefangen für mich. Das heißt, es ist so basic in meinem Leben. So wie ich sprechen gelernt habe in Worten, habe ich eben auch sprechen gelernt in dieser universellen Sprache. Und je länger ich lebe, jetzt dann bald 38 Jahre auf dieser Welt unterwegs, umso relevanter wird das für mich oder umso mehr sehe ich auch den enormen Wert davon und umso mehr steigt meine Motivation, auch anderen Menschen ein bisschen so die Richtung aufzuzeigen, wie man diese universelle Sprache lernen kann, weil die universelle Sprache ist eine Sprache, in der es unmöglich ist, etwas Unwahres zu erzählen. Die universelle Sprache ist eine Sprache, in der man sich nur absolut echt zeigen kann, sonst funktioniert sie nicht. Die universelle Sprache ist eine Sprache, in der es keine Missverständnisse gibt, in der man das Innerste von sich selbst, einem anderen Menschen, von Tieren, Pflanzen, Landschaften, Bergen, allem einfach wirklich verstehen kann und wo es dementsprechend auch immer weniger Abgrenzung gibt zu irgendwas in dieser Welt. Wenn man oder je mehr man die universelle Sprache sprechen lernt, umso mehr versteht man alle und alles. Und es kann kein Krieg mehr geben auf der Welt, beispielsweise, wenn alle Menschen die universelle Sprache sprechen können. Und es kann keine Ungleichheit mehr geben, dass man sich selbst enorm bereichert und andere verhungern lässt. Es kann keine Unterdrückung halt von Tieren und Pflanzen mehr geben, wenn man die universelle Sprache spricht. Klingt das zu schön, um wahr zu sein? Ja, wahrscheinlich, ja. Ist aber schon wahr. Vielleicht der Punkt, der es ein bisschen glaubhafter macht, die universelle Sprache sprechen zu lernen, ist auch ein Riesenprojekt. Also da ist man gut und gerne viele Jahre dran und ja, so richtig zum Vollpro wird man eher über Jahrzehnte als über Monate. Und es hat halt auch eine ganz tiefe, ehrliche Selbstbegegnung als Grundlage, mit der man einverstanden sein muss. Weil ich habe es vorher kurz erwähnt, die universelle Sprache ist eine Sprache, die man nur authentisch sprechen kann, muss man ja auch erstmal an den Punkt kommen, wo man die Furcht vor sich selbst verliert und sich authentisch zeigen kann. Und wenn du da schon ein bisschen into it bist, dann weißt du, was für ein Riesenprojekt das ist? Ja.
Aber ganz ehrlich, ich habe mir wirklich viele Jahre Gedanken gemacht und es für mich so setzen lassen, was ist denn der größte Effekt, den ich bringen kann für diese Welt, weil ich ein großes Interesse daran habe, wie viele andere Menschen auch, auf diesem Planeten etwas wirklich großartig Gutes zurückzulassen oder in Bewegung zu bringen. Und die universelle Sprache sprechen zu lernen, ist da etwas, was man an Nachhaltigkeit kaum überbieten kann. Das ist wirklich eine absolut grundsolide Lösung für die Probleme, die wir haben im Zusammenleben als Erdengemeinschaft gegenwärtig. Okay, jetzt lasst uns doch da mal ein bisschen eintauchen in die Frage, was ist denn die universelle Sprache überhaupt? Was soll das sein, ne? Also, es ist eine Art der Kommunikation, die durch echte tiefe Berührung stattfindet, von Wesen zu Wesen. Durch diese Berührung findet ein Energieaustausch statt. Das heißt, die Schwingung, die Atmosphäre von meinem Sein und die Schwingung, die Atmosphäre von deinem Sein, die berühren sich. Und durch diese Berührung findet ein Schwingungsaustausch statt. Das heißt, wenn jetzt ich und du miteinander auf der Ebene der universellen Sprache kommunizieren, dann fühle ich dich, dein Inneres. Du fühlst mich, mein Inneres. Jetzt kann ich natürlich ganz viel lernen. Ich habe ja als einzelnes Individuum in dieser Welt eine einzigartige Perspektive, aber eben auch nur meine. Wenn ich sehr verschlossen bin, oder sagen wir Menschen, die sehr verschlossen sind für die universelle Sprache, die sind sehr massiv eingeengt in ihren Blickwinkel, verhalten sich auch sehr zerstörerisch auf der Welt und sehr egoistisch, weil sie schlicht und einfach keine anderen Blickwinkel nachvollziehen können, weil man diese Berührung zulassen können muss. Du und ich, wir connecten miteinander. Und wir lassen beide eine echte Berührung zu. Jetzt geschieht dieser Austausch und ich fange an, die Welt durch deine Atmosphäre, durch deine Perspektive zu begreifen. Dich und die Welt. Und das hat einerseits den Effekt, dass ich ein Wesen mehr auf dieser Welt verstanden habe, was natürlich voll glücklich macht, weil ich merke, da drin auch, wir sind eins, auch wenn wir individuell schwingen, du und ich, andere Persönlichkeiten sind, sind wir doch aus demselben Stoff gemacht. Das kann ich spüren in dieser Begegnung. Und ich merke auch, ah, man kann die Welt auch anders sehen und auch das ist richtig. Da geht es jetzt nicht um Glaubenssätze und Ideologien und Konzepte, sondern da geht's um die Atmosphäre, wie man das Leben lebt und wie man das Leben empfindet. Und da kann ich merken, ah, man kann das Leben auch anders empfinden, andere empfinden es anders. Und je öfter ich diese Erfahrung mache, umso flexibler werde ich in meinem Empfinden und ich kann differenzieren lernen und merken, ich mache die Welt nicht besser, indem ich erwarte, dass alle die Welt so empfinden wie ich, die Welt, sich selbst und mich und alles, ja, sondern ich merke, was unterscheidet sich von Wesen zu Wesen und was verbindet uns alle. Und das ist eine Erfahrung. Das kann man nicht mehr in Worte fassen, wie tiefgreifend die einem verändert. Ich merke, was uns alle zusammenhält, was es ausmacht, wo wir alle gleich sind. Und ich merke, was die Individualität ist. Das ist etwas, das kann man nicht in Worte fassen. Ich kann dir das jetzt nicht erklären, weil das auf einer Ebene stattfindet, die nicht in Worten
zu fassen ist. Das ist etwas, was man ganz tief in sich erleben muss, und da ist die universelle Sprache der Schlüssel dazu. Ohne solche Erlebnisse kann man das nicht nachvollziehen, und ohne solche Erlebnisse ist man isoliert, man kämpft egoistisch für sich, selbst wenn man denkt, dass man was Gutes tut für die Welt, und es fehlt eben an Verbundenheit. Jetzt, wenn das so eine tolle Sache ist, warum sprechen dann nicht einfach alle die Sprache, die universelle Sprache? Macht ja keinen Sinn. Wenn das wahr wäre, dann würden ja einfach alle das sprechen und Ende, Punkt. Die Sache ist die, ich habe es vorher schon erwähnt, ja, man muss die Furcht vor sich selbst verlieren und authentisch werden können und sich überhaupt diesen Begegnungen öffnen können. Und das sind keine Peanuts. Das ist das Herausforderndste, was man im Leben überhaupt machen kann. Ich würde mal behaupten, es ist weniger krass, irgendwie einen super krassen Berg zu besteigen und dadurch alles durchzugehen und sich dann da hoch zu pushen, als also auch so ein lebensgefährliches Abenteuer einzugehen, als dieses Abenteuer. In sich dahin zu gucken, wo die dunkelsten Ängste liegen. Und anstatt von denen davon zu laufen, sich denen zuzuwenden. Und sich auf eine unglaublich spannende, aber auch erschreckende und aufwühlende und durch Krisen führende Reise zu begeben, ein Abenteuer zu sich selbst. Es ist unfassbar, wenn man einen Blick und ein Gefühl dafür bekommt, wie viel wir Menschen dafür tun, um genau das nicht zu müssen. Wir sind buchstäblich bereit, eher zu sterben, als uns unseren Ängsten zu stellen. Das ist keine Übertreibung, das ist wirklich wahr. Wir sind buchstäblich bereit, eher ganz doll zu leiden im Außen, also im Leben meine ich, und in ganz schlimmen Erfahrungen gefangen zu sein und nicht rauszukommen, als uns unseren Ängsten zu stellen. Der Angst vor uns selbst meine ich damit. Wir packen das lieber ständig ins Außen und bewusst, aber zu einem ganz großen Anteil auch unterbewusst geben wir ständig anderen Schuld. Oder meinetwegen auch uns selbst, was genauso nicht weiterhilft, auch das ist nicht Verantwortung übernehmen. Überhaupt Schuld heißt nicht Verantwortung zu übernehmen, egal ob man sich die Schuld selbst oder anderen gibt. Das ist der Grund, warum diese universelle Sprache so wenig gesprochen wird, weil der Weg führt einfach nun mal dadurch. Und ich nehme jetzt an, als Hörer und als Hörerin von diesem Podcast gehörst du zu den Menschen, die den Call in sich schon vernommen haben. Ja, du bist irgendwo auf einem Weg und weißt, etwas ruft mich. Mir ist das Leben zu flach, so wie es ist. Ich weiß, das Leben kann viel voller sein und ich gebe nicht eher auf, bis ich finde, was ich suche. Und das ist der Ruf, der einem zu sich selbst führt. Im Leben geht es immer um Selbstfindung. Aber nicht Selbstfindung im Sinn von, was mache ich für eine Karriere und was für eine Rolle spiele ich im Leben, sondern Selbstfindung im Sinn von, wer bin ich wirklich? Und jetzt wird's ganz simpel und logisch. Je mehr du eine Begegnung mit dir selbst zulassen kannst, respektive dich selbst zulassen kannst in deiner Energie, in deinem Sein, was du wirklich bist, unabhängig von der Rolle, die du im Leben spielst,
umso mehr bist du natürlich ready für Begegnungen, die zu dieser Kommunikation der universellen Sprache führen. Und dann kannst du das bewusst wahrnehmen. Je mehr du dir selbst begegnen kannst, umso mehr kannst du anderen begegnen. Und dann kommt auch ein Verständnis auf, dass das ganze Leben sich darum dreht, um diesen einen Prozess der Selbstbegegnung. Das ist unglaublich. Du kannst mir vertrauen, du hast wirklich noch nicht einen Hauch von einer kompletten Vorstellung davon, wie sehr es im Leben nur um das geht. Alles, was geschieht, alles, was ist, geschieht ständig auf diesen, ja, erarbeitet sich darauf hin, dass du dir selbst mehr begegnest. Es gibt nichts, was den ganzen Tag geschieht, nichts, was in deinen Träumen geschieht, nichts, was in deinem Kopf geschieht, nichts, was in deinen Emotionen geschieht, was nicht damit zu tun hätte, dass du dir selbst näher kommst. Und wenn man das anfängt zu begreifen, dann nimmt man das auch ins Zentrum. Muss man ja erstmal verifizieren, ja. Könnte ja sein, dass ich einen völligen Blödsinn quatsch hier. Musst du erst für dich rausfinden, stimmt das wirklich? Geht's im Leben wirklich voll und ganz darum? Und je mehr du das dann wirklich rausfindest, dass das stimmt, umso mehr kommt die Entwicklung ins Zentrum, dass du dich selbst zulassen kannst. Und umso bewusster wirst du dir, wer du bist, nicht die Rolle, sondern das, was du nur im Augenblick empfinden kannst, in dir spüren kannst. Das ist unabhängig davon, ob du Mann oder Frau oder keins von beiden bist, ob du reich oder arm bist, ob dein Körper vollumfänglich funktioniert oder nicht, ob du kreativ künstlerisch begabt bist oder super gut in logischen Belangen, ob du vegan isst oder nicht vegan isst, alles solche Sachen, das ist die Oberfläche. Und die Selbstbegegnung, um die es geht im Leben, um die sich alles dreht, das ist etwas Tiefes, das kann man nicht mehr in Konzepte, Worte oder Bilder setzen, sondern das ist ein Erleben im Augenblick. Und je mehr du das kannst, umso mehr beginnst du die ganze Welt auf dieser Ebene wahrzunehmen. Und tada, jetzt bist du auf der Ebene der universellen Sprache angelangt. Ich hatte eingangs erzählt, dass ich von klein an da ganz schöne Erlebnisse hatte mit diesen Wesen, die bei mir waren nachts in diesem veränderten Bewusstsein oder Bewusstseinszustand. Und ich habe gelernt, die Welt auf dieser Ebene wahrzunehmen. Mich selbst und andere, auch andere Menschen natürlich, auch meine Familie, die Kinder und die Lehrer und Lehrerinnen in der Schule, den ganzen Verein der Zeugen Jehovas, bei dem ich aufgewachsen bin. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass ich sehr irritiert war davon, dass es kaum Menschen gibt, die das sagen, was sie fühlen. Dass es kaum Menschen gibt, die authentisch sind. Diesen Ausdruck kannte ich natürlich noch nicht als Kind. Aber die Verwirrung darüber, ich bin nicht schlau geworden. Ich kann es einfach nicht einordnen. Warum? Warum sagen die Lehrer, die Lehrerinnen etwas anderes als sie sind? Warum tun das meine Geschwister? Warum tun das meine Eltern? Warum tun das die Zeugen Jehovas, bei denen ich aufgewachsen bin? Warum tut das die ganze Menschenwelt? Ich konnte es nicht verstehen und ich habe sehr darunter gelitten. Und schlussendlich, ja, bin ich mir immer sicherer geworden, dass es an mir liegt.
dass der Fehler bei mir liegen muss. Das kann ja nicht sein, dass die ganze Welt irgendwie nicht stimmt. Oder selbst wenn, musste ich mich ja anpassen. Und ich habe tatsächlich so diese Kanäle zugemacht. Ich habe angefangen, mich zu verschließen und ich auch so dann im Laufe des Älterwerdens, ja, 6, 7, 8 Jahre und dann Pubertät, so habe ich immer mehr angefangen, auch einfach Dinge zu sagen, die ich gar nicht bin, und ein Leben zu leben, was gar nicht so schwingt wie das, was in mir drin schwingt. Und das Blöde war nur, ich habe es immer wahrgenommen, ja. Das war so schlimm. Es wird mir übel, nur schon wenn ich jetzt dran denke. Und trotzdem habe ich so das zu Habits gemacht, zu Gewohnheiten. Ich habe mich angefangen, so zu verhalten wie andere Menschen auch. Einfach um dazu zu gehören. Ganz ehrlich, ich wollte und konnte nicht so sehr anders sein als alle anderen. Ich war auch überfordert, also ich war auch überfordert mit Dingen, die da echt in mir sind. Das ist natürlich auch ein Grund. Ich habe einige sehr schlimme Dinge erlebt als Kind. Und ich wusste nicht, wie ich mit diesen Energien umgehen sollte, und auch deshalb habe ich mich versteckt und verstellt. Bis ich dann Anfang 20, ja, eigentlich schon ein bisschen früher, so Ende Pubertät, gegen Ende der Pubertät, so 17, 18 war das, als ich dann so auf die psychedelischen Substanzen gekommen bin. Also das war LSD, Pilze, ja, vor allem mal diese beiden anfangs, später dann auch noch viele andere. Und jetzt haben die wieder so eine unausweichliche Berührung hervorgerufen mit der echten Ebene. Bei mir sind diese Dinge ganz anders eingefahren als den anderen um mich herum. Ich habe immer wieder gedacht, Mensch, wie können die alle einfach Party machen und so, ja, nehmen wir ein bisschen LSD und so, ja, super. Und bei mir, das war krass einfach. Ich habe mich selbst wieder so sehr gespürt. Ich hatte mich ja auch immer mehr betäubt, ja. Und plötzlich habe ich mich wieder gespürt und das kam auch hoch. Es war nicht lustig, ja. So ganz viele Trips, die ich da erlebt habe, das war, boah, also schlimm. Die ganzen Energien und Zustände und Emotionen. Aber ich habe gecheckt, das ist nicht ein Horrortrip, also klar, doch, das ist das, was ein Horrortrip ist, ja, wenn man seinen eigenen Emotionen begegnet, die nicht verarbeitet sind, mit denen man noch nicht kann. Aber das ist nichts Schlechtes, also ich habe begriffen, das ist etwas, womit ich arbeiten kann. Und ich hatte die universelle Sprache wirklich verlernt. Ich hatte sie verlernt. Ich kann wohl sagen, beinahe komplett. Weil ich war ja nicht mehr authentisch. Ich war nicht wirklich so. Mein liebevolles, zartes, verletzliches, schönes, aber auch schambehaftetes und was auch immer Wesen. Ja. Ich war eine Show, wie alle anderen auch. Ich habe eine Rolle gespielt und dann hat mich das in die Authentizität zurückgeklatscht, diese psychedelischen, die Erlebnisse mit psychedelischen Substanzen. Und ja, es hat wehgetan. Es hat mich echt aus der Bahn geworfen. Ich habe dann auch wieder aufgehört oder lange Pausen gemacht, auch also ein Jahr und länger. Und es ging mir trotzdem nicht gut. Ja, es war so ein bisschen wie Menschen nennen das Hängenbleiben. Aber das heißt ja nicht, dass etwas von der Substanz noch aktiv ist in einem, sondern das, was aufgegangen ist, war dann halt einfach offen. Und ich war geschockt, einfach von der Diskrepanz in meinem Leben zwischen dem, was wirklich in mir ist und dem, was ich lebe,
Ich war richtig angewidert. Ich wollte und konnte so nicht mehr weiterleben. Und ich musste ehrlich werden. Ich konnte nicht mehr vorspielen, mir geht's gut, weil ich es nicht mehr wollte. Ja, du kannst dir vorstellen, so in einem bisschen Party-Umgebung und so leben, wenn es dir da nicht mehr gut geht, dann bist du einfach, dann bist du nicht mehr interessant für niemanden. Ja. Wurde ich sehr einsam und alles, aber das ist ein anderes Thema. Es war eine ganz wichtige Phase von der Entwicklung, nicht nur zurück wieder in die universelle Sprache, sondern auch ein tieferes Verständnis davon zu erlangen. Weil dank dem, dass ich sie verlernt habe, dass ich denselben Entwicklungsweg gegangen bin, wie andere Menschen auch, von stumpf werden und allem, aber dadurch, dass ich das als sehr bewusst erlebt habe und dann auch den Weg zurück wieder gegangen bin, konnte ich auch mehr verstehen, was hemmt denn, was blockiert diese universelle Sprache und wo sind so die Schwierigkeiten. Weil anfangs, das hatte ich jetzt gar noch nicht erzählt, der Anfang, als ich mit psychedelischen Substanzen angefangen habe, da kam ich erst voll in ein Hoch. Weil das hat den Zugang so wieder geöffnet. Ich habe gemerkt, wow, ich bin da besonders begabt irgendwie. Ich wusste ja nicht warum, ich habe mich einfach toll gefühlt. Ich habe das irgendwie nicht zuordnen können zu meiner Kindheit. Ich hatte ja das auch aktiv zugemacht und das war so im Halbschatten verdrängt, ja. Und ich dachte einfach, oh wow, ich bin so toll, wenn ich LSD nehme, dann sehe ich so viele Dinge und ich weiß so viel und ich habe ganz viele so Informationen gehabt in Bildern und Sätzen in meinem Kopf und ich hatte dadurch ganz viel Verständnis über die Welt, dass ich so allen erzählen konnte und alle haben mich toll gefunden und ich habe das genossen, ja, jetzt auch so meine Minderwertigkeitsthemen, die haben natürlich, ah, oh, die haben das aufgenommen, ja, alle mich so toll fanden, das war einfach so schön und es hat sich so richtig und gut angefühlt und dann wurde das Ganze aber holprig und etwas hat einfach nicht ganz dran gestimmt. Und der Punkt ist der, das ist wirklich super, dass ich das so durchlebt habe, weil ich habe dann, das hat jetzt Jahre dann gebraucht, ja, da sprechen wir von vielen Jahren, wo ich dann begriffen habe, was nicht gestimmt hat. Einerseits natürlich, dass ich den Zugang einfach dazu genutzt habe, mich weiter von meinen Gefühlen von Wertlosigkeit zu distanzieren. Das ist natürlich nicht im Sinn vom Leben sozusagen. Ja, der Fluss des Lebens drängt einem darauf hin, dass man in Kontakt geht mit seinen Gefühlen, nicht dass man sich da davor drückt, indem man sich so Bestätigung holt mit solchen Öffnungen, anstatt sie zu nutzen, sich zu begegnen. Und es war aber auch, dass ich auf der Ebene von Bildern und Worten nur diese Welt erst erfasst hatte. Und ich bin da rein und ich habe gesprochen mit Wesen, aber in Worten. Ich habe die reden hören in mir und ich habe mich reden hören mit ihnen. Und ich habe so die ganzen Visionen gehabt und das war Ende. Ich bin nicht durch diese Ebene hindurchgekommen von Worten und Bildern. Und da können sich massenhaft Missverständnisse ansammeln. Können sie sich nicht nur, sondern tun sie mit Garantie. Wenn man einen ersten Zugang findet zur universellen Sprache und dann auf eine Ebene von Wort und Bild kommt und dann Visionen sieht und denkt, ah, jetzt habe ich diese Vision bekommen, oder man hört, wie jemanden einen etwas sagt, so in der inneren Wahrnehmung und denkt, ah, jetzt habe ich diesen Satz bekommen und dann nimmt man das so als absolut, dann geschieht etwas, was ich gleich erklären werde, was sehr unangenehme Folgen hat, und zwar für die Person selbst, wie auch für alle Personen, denen sie das Wissen dann weitergibt. Und das ist jetzt ganz wichtig, auch für alle, die so ein bisschen in der ESO-Ecke unterwegs sind, um sich davon lösen zu können, weil das wird ganz viel gemacht. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über die universelle Sprache sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, wo ganz große Missverständnisse entstehen.
Weil die Bilder und die Worte, die kommen nicht, das ist nicht die universelle Sprache, sondern das ist etwas, was in uns ausgelöst wird aufgrund von einem Input. Das ist schon ein Input. Da ist eine Verbindung, da ist universelle Sprache, die stattfindet. Aber dann kommt der Input rein und dann in unserem System entstehen Bilder und Worte dazu. Ja, kann man nicht sagen, was ist denn da ein Problem dran? Ist doch alles gut. Ja, insofern schon, dass Bilder und Worte ja schon eine tolle Sache sind. Nur in unserem System trifft der Input, ja, so die Frequenz, die da in Form von Berührung in universeller Sprache stattfindet, auf unsere Frequenz. Und sämtliche unbewussten Ängste und Prägungen und Vorstellungen, unsere ganzen Glaubenssätze und alles kreieren jetzt mit bei diesen Bildern und den Worten, die in uns entstehen. Und das Ergebnis, das Bild, das wir dann haben, ist ein Konsens zwischen unseren bisherigen Prägungen, unseren Glaubenssätzen, Weltvorstellungen, verborgenen Ängsten, unaufgearbeiteten Emotionen und allen Spannungen, die wir haben in unserem System mit dem Input, der reingekommen ist. Also kann das niemals wirklich in der Tiefe bahnbrechend sein, wenn wir auf der Ebene unterwegs sind. Und wir können und tun das auch ganz viele Missverständnisse verbreiten, ja. Ich möchte hier jetzt niemanden zu nahe treten, der den schönen Schritt gemacht hat, in die Öffentlichkeit zu gehen und Bücher zu schreiben und so weiter. Ist immer schön, wenn man sich das traut. Aber es geht da sehr viel Missverständnis auch in die Welt. Auch von Menschen, die sehr große Reichweite haben. Ich möchte wirklich, es ist alles okay, ja, nicht jemanden angreifen oder so. Ich finde es schön, bekommt das so viel Raum, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, ja, die Welt zu verstehen und dass man Inputs bekommen kann. Aber man muss da sehr vorsichtig sein, weil wenn man dann die Inputs so dann so verpackt in Bücher und die weitergibt oder solche Bücher liest und dann das als die bare Wahrheit nimmt und nicht erkennt und dass man das erkennen kann, wie da Ängste und alles mit eingeflochten sind, da muss man schon ein ganz schönes Stück Weg hinter sich haben, um so weit differenzieren zu können. Da muss man erst die Ängste und alles Unbewusste in sich erkannt haben, um es dann erkennen zu können in solchen Visionen und so weiter. Die Message, die ich hier weitergeben möchte, ist die, es geht nicht um Visionen. Es geht nicht um irgendwelche Niederschriften, die man bekommen hat, gechannelt von irgendeinem Wesen. Das ist bereits vermischt dann mit den Ängsten und Spannungen und Weltsichten, wie gesagt, und so weiter von der Person, die das gechannelt hat. Also geht's in der universellen Sprache nicht wirklich um Channeling. Weißt du, wie ich das handhabe? Ich nehme nicht mal für mich die Bilder und die Worte. Weil auch ich habe noch unbewusste Traumata, also unverarbeitete Gefühle in mir. Auch in mir werden die Dinge verzerrt. Ich gehe durch die Worte und Bilder hindurch. Ich finde es zwar cool, sind Worte und Bilder da. Das hilft mir, die Dinge im Verstand vorübergehend fassen zu können, aber ich weiß ganz tief, aus ganz tiefer Erkenntnis, dass die Worte und Bilder nicht die Wahrheit sind, die ich empfange in dieser Berührung mit
was auch immer, ja, mit einer Pflanze, einem Berg, einer Landschaft, einem anderen Wesen einfach, sondern das, was dahinter ist, die Energie dahinter. Und ich kann die auch gar nicht in Worte und Bilder fassen, die absolut wiedergeben würden, was diese Energie ist. Es funktioniert einfach nicht. Und deshalb geht es darum, von all den Vorstellungen loszulassen. Wenn du Bücher gelesen hast von Menschen, die channeln, die sagen, wie die ganze Welt aufgebaut ist, oder wenn du selbst viel gechannelt hast und dadurch ein großes Weltbild aufgebaut hast, hol mal die Motorsäge, wenn du eine hast, aus dem Geräteschuppen im Garten und fäll den Baum. Weil was du da aufgebaut hast, wird dich ganz sicher, nicht nur mit großer Wahrscheinlichkeit, sondern ganz sicher hindern, wirklich die Wahrheit dahinter verstehen zu können. Da darf man großzügig wirklich einen großen Cut machen. So viel dazu. Jetzt die innere Sprache oder die universelle Sprache, sorry. Das ist also eine Berührung von Wesen, also mein Wesen berührt deins oder dein Wesen berührt das Wesen von einem Baum. Und die Berührung an und für sich ist es, die es ausmacht. Es müssen nicht mal Bilder und Worte dazu aufkommen, verstehst du? Es ist ja dann auch oft so das Gefühl, ah ja, ich sehe eben nichts, ah nein, ich fühle eben nichts, ja, ich bin nicht so empfänglich. Und das stimmt gar nicht. Das ist dann eine traurige Fehlinterpretation von sich selbst, weil die Berührung findet immer statt. Ja? Wenn du dir die Zeit nimmst, an einen Baum zu lehnen, die Augen zu schließen und einfach tief durchzuatmen. Dann sitzt du einfach nur da und genießt es. Ja, wenn Sommer ist, hörst du, wie die Blätter mit dem Wind rascheln. Und vielleicht tust du das oft, sehr oft, bis du dann mal irgendwie langsam anfängst zu spüren, irgendwie einfach, wie so der Baum sich fühlt. Du merkst plötzlich, wie du die Wurzeln im Boden hast und wie deine Blätter im Wind rascheln. Es ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Das muss man erlebt haben, ja. Aber da entsteht die Kommunikation. Wenn das mal passiert ist, wird dieser Baum dein Leben lang einfach dein Freund sein. Es ist eine ganz intensive Verbundenheit, die du empfindest. Und es tut unglaublich gut. Es ist einfach so schön, weil in dieser Begegnung kommst du ja auch dir selbst wieder näher. Ja? Und also die universelle Sprache kann man demnach sagen, das hat einfach nur mit Zulassen zu tun. Man ist einfach nur da und lässt sich auf eine Berührung ein. Die universelle Sprache geht auch mit sich selbst, dass du mit einer bewussten Wahrnehmung eine tiefe Berührung mit dir selbst zulässt und davon loslässt, was du über dich denkst und von deiner Rolle und am besten in einer Atemreise dich einfach hinlegst, die Augen schließt und eintauchst. Das biete ich ja ganz viel an, dass man das so direkt macht über diesen Weg. In den Seminaren, die ich mache, das nächste jetzt in München, gerade Anfang August, das ist also nicht mehr lange hin und da hat es genau noch einen Platz frei, vielleicht ist es deiner. Ja? Und sonst auch im Healing Circle und in den ganzen vielen Angeboten, die ich habe. Das ist immer das dann. Sich selbst, also die universelle Sprache auf sich selbst anzuwenden und mit sich selbst zu sprechen. Und dann beginnt man sich selbst zu fühlen. Und das ist ohne Worte. Je mehr du dich selbst fühlst,
Ich weiß echt nicht, wie ich es dazu sagen soll. Das ist so endlos schön. Es beantwortet alles. Ich habe vorhin ja gesagt, im Leben dreht sich alles um Selbstfindung, aber nicht Findung von einer Rolle, sondern wirklich, was du bist. Und dementsprechend ist es so unglaublich erfüllend, wenn du dir selbst begegnest. Also dich selbst berührst, mit deinem Bewusstsein dich öffnest dafür, dich wirklich fühlen zu können. Das verändert alles und es ist, als könnte man endlich das Wasser trinken, nachdem man sich schon ein Leben lang gesehnt hat. Man findet einfach das, was einem gefehlt hat, was einem schon immer gefehlt hat und man begreift, dass man selbst das ist, was man immer gesucht hat. Vielleicht früher mal in Gott oder in was weiß ich wo, in meinem Partner, Partnerin, in äußeren Zielen, die ja nicht schlecht sind. Ja, das Leben lebt auch von äußeren Zielen, aber das, was wir wirklich ganz tief suchen, das sind wir selbst. Und hier nochmal kurz die Werbung dazu, weil das Seminar jetzt in München im August gerade vor der Tür steht und noch ein Platz frei ist. Da werden wir 3 volle Seminartage dran arbeiten. Wir werden uns sogar über 4 Tage sehen, am ersten Tag anreisen, zusammen Abendessen, natürlich alles mit Corona-Schutzmaßnahmen. Die Abstände können natürlich eingehalten werden. Das ganze Seminarhaus läuft mit einem Corona-Schutzmaßnahmenkonzept. Und die Nähe wird aber trotzdem ganz massiv da sein, ja. Auch mit 2 Meter Abstand werden wir uns als Gruppe so nahe kommen, wie du es möglicherweise selten erlebt hast. Das ist oft ein Feedback auf solche Seminare, dass jemand oder mehrere zum Schluss sagen, dass sie noch nie so etwas Schönes erlebt haben. Es liegt nicht an mir, ja. Das liegt an der Berührung, weil wir da die universelle Sprache miteinander sprechen, weil wir da eintauchen in diese echte Berührung. Und es gibt nichts und niemanden, der nicht endlos schön ist, wenn man ihn, sie oder es echt berühren und fühlen kann. Und das gilt natürlich auch für sich selbst. Und demnach ist Selbstliebe nicht etwas, was man so antrainieren muss, sondern Selbstliebe ist etwas, was entsteht durch die Sprache, durch die universelle Sprache und der Begegnung mit sich selbst auf Ebene von dieser Sprache. Dann beginnt man wirklich zu verstehen, wer man wirklich ist. Man begreift's. Und das ist so berührend, man kann sich selbst nur noch lieben. Und die Verbundenheit, die in so einer Gruppe entsteht, wie jetzt in diesem Seminar vom 6. bis 9. August ist das. Ich habe jetzt kurz nachgesehen, wusste das Datum nicht mehr auswendig. Vom 6. bis 9. August sind wir da in der Nähe von München, natürlich ein bisschen außerhalb, wir wollen keine Stadthektik. Und dann auch mit den anderen Menschen so halt zusammenzuwachsen auf dieser ganz echten Ebene. Das ist ein Wunder. Und dann, ich meinte, ich habe den Podcast so angefangen, dass die universelle Sprache die Probleme der Welt lösen kann, richtig? Dann beginnst du zu begreifen. Wenn du das erlebt hast in der Gruppe, dann beginnst du zu begreifen, warum ich das sag. Und klar, es ist ein großes Stück hin, bis auch Politiker und Wirtschaftsführer und Führerinnen davon erfasst werden,
Die ersten werden die letzten sein, muss ich jetzt gerade dran denken, mit etwas Humor, ja. Bin sonst nicht so der Bibeltyp. Aber es dauert natürlich, bis das sich in der Welt wirklich ausgebreitet hat, aber es breitet sich aus, unaufhaltsam, wie ein Myzel. Weil es die Wahrheit ist. Ja, nicht jetzt die Wahrheit im Sinn von etwas, was man in Worte fassen kann, sondern weil es echt ist. Das ist das echte Leben, echte Begegnung, echtes Sein und echte Berührung. Deshalb ist es unaufhaltsam. Und wir sind auch gar nicht abhängig davon, dass der Rest der Welt das schon getan hat, damit wir glücklich sein können. Du wirst nicht erst glücklich, wenn dein Nachbar und die Hannelore und der Josef und der Franz und der Patrick das auch gemacht haben. Und solange deine Schwester das nicht tut, kannst du auch nicht, so ist es nicht. Das ist das Schöne daran, weil in die universelle Sprache einzutauchen, und das wird mit der Zeit zu einem nicht aufhörenden Lebensgefühl. Man ist ständig in dieser Sprache und in dieser Kommunikation, macht dich unweigerlich glücklich, unausweichlich zufrieden. Selbst wenn der Rest der Welt noch nicht auf dieser Ebene ist, du bist es. Und es ist ja nicht der Rest der Welt. Es ist halt einfach eine große Mehrheit der Welt. Das kann man schon ganz ehrlich so sagen, ist noch nicht da angelangt, hat nichts Wertendes. Es könnte ja auch gerade so gut sein, dass du und ich an einem völlig anderen Punkt stehen würden. Und jemand anders dafür schon so offen ist. Ich meine, was haben wir denn dafür getan? Das ist einfach, wie es ist. Das hat nichts Wertendes an sich. Aber jetzt ist es so rum, dass du und ich schon sehr offen sind für die universelle Sprache. Und dann lass uns das einfach nutzen. Ohne irgendwie zu denken, dass wir deshalb besonderer wären als andere. Jeder Mensch ist besonders und genau das erfährt man ja auch mit der Sprache, mit der universellen Sprache. Und es ist einfach nur schön und egal, wo man steht, egal, wo du stehst und wo ich stehe, wo wir alle stehen, lasst uns einfach das nutzen, lasst uns das Schönste machen aus dem Punkt, wo wir sind. Und auch Verantwortung übernehmen. Nicht Schuld, sondern Verantwortung. Kennst du den Unterschied? Schuld ist scheiße. Schuld hat so eine Schwere. Verantwortung ist total schön, macht mega glücklich. Ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil wir so mit so Tricks erzogen wurden, wo uns Schuld angehängt wurde und Verantwortung wurde dazu gesagt. Ja. Aber Verantwortung ist das Schönste, was es gibt. Verantwortung ist Freiheit. Verantwortung ist tun können, was man wirklich möchte. Nicht abhängig sein von anderen. Erkennen, dass man selbst die Kraft ist, die das Leben, das eigene Leben zu dem macht, was wir wollen. Und dass wir da völlig frei sind. Und diese Verantwortung auch zu nutzen, diese Möglichkeit, diese Power. Vielleicht am Seminar in München. Wenn dieser Platz für dich ist, dann kannst du dich gerne melden, kannst dich einfach gleich anmelden, wenn du möchtest, über meine Internetseite. Das ist ramongartmann-coaching.ch. Ach, übrigens, genau, wir werden diesmal nur 16 Personen sein in der Gruppe. Ich habe die Gruppe etwas kleiner gemacht, wegen Corona, dass wir da auch wirklich gut Raum haben und sich alle wohlfühlen können. Ja, ich bin jetzt ganz ruhig geworden. Auch das übrigens ein ganz großes Merkmal der universellen Sprache. Es gibt keine Hektik mehr. Es ist alles ruhig. Man wird ganz ruhig da drin. Und danke, möchte ich sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Und ich hoffe, es hat dich ein gutes Stück motiviert. Oder dir klar gemacht, dass du auf dem richtigen Weg bist mit allem, was du tust. Und du hast
noch mal ein bisschen mehr verstehen können, was die universelle Sprache ist und worum es geht. Wenn das so ist, dann bin ich sehr, sehr happy. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wir hören uns ein nächstes Mal wieder hier im Podcast. Alles Liebe und bis dann. Bye, bye.